Ja, grüß Gott und herzlich willkommen bei OkiTalk zu einem Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass mich der Hans-Peter Freiherr von Liechtenstein kontaktiert hat, der liebe Hans-Peter, um mit mir gemeinsam einen Blick in sein neues Buch zu werfen, mit dem spannenden Titel Gefängnisplanet Erde. Also zunächst mal darf ich dich begrüßen, lieber Hans-Peter, bist du schon da? Herzlich willkommen, grüß euch, servus. Ich freue mich. Ich freue mich auch und hinter dir ist schon der Buchdeckel, richtig? Das ist das Bild zu deinem neuen Buch, Gefängnisplanet Erde. Magst du einfach mal zu diesem Titel, der ja schon ein bisschen provokant ist, magst du mal uns erzählen, damit wir uns überhaupt vorstellen können, was uns jetzt vielleicht die nächsten einen, aber ich gehe dann noch auf deine Inhaltsangabe an, aber jetzt bitte ein, aber bitte mal du, was verstehst du unter Gefängnisplanet Erde, mal so ganz rudimentär? Ja, das ist ja wirklich ein sehr großflächiges Thema. Also wenn ich mir meine allerersten Bücher von vor Jahren angucke, da ging es ja um das System, in dem wir leben. Inwieweit ist das System ein Gefängnissystem der Versklavung, in dem wir uns befinden, in Hinsicht von Personen-Mensch-Versklavung. Aber hier geht es um was ganz anderes, Elementares, was im Prinzip auch die Lösung ist. Weil wir wissen, oftmals ist das Problem auch schon gleichzeitig die Lösung. Inwieweit ist es so, dass wir Menschen auf Bewusstseinsebene und seelischer Ebene gefangen werden, indem man, ich nenne es die Massenpsychose, C.G. Jung nannte es den Mentizid, aber auch die kollektive Amnesie, die entstanden ist. Denn wenn wir uns nicht erinnern, wer wir sind, wo unsere Ursprünge sind, was unsere Herkunft ist und welche Schöpferkraft in uns steckt, dann haben wir ein Problem, weil wir unsere Anbindung verlieren. Und wenn wir unsere Anbindung verlieren, verlieren wir unsere Identität. Und dann sind wir genau das, was man will, nämlich ein Lemming, der auf der Erde funktioniert zugunsten eines Systems, statt sich seiner eigenen Schöpferkraft bewusst zu sein, worüber auch nicht nur Jesus Christus, auch viele andere, viele Weisheiten, Texte und Wahrheiten erzählt haben. Und ich beziehe mich in dem Buch vor allen Dingen auf historische Texte. Interessant ist es, dass ich jetzt mal einfach nur vier erwähne, die die Basisgrundlage von dem Buch bieten. Das ist nicht nur das, was, wie im Hintergrund zu sehen ist, die sumerischen Keilschriften bieten, die Anunnakis, sondern jetzt zu sagen, okay, wir nehmen dieses Thema und stellen es in einen Kontext. Und zwar in einen Kontext zum Thema Altes Testament, Neues Testament und zwei ganz, ganz wichtigen Büchern, nämlich apokryphen Evangelien, zum einen das berühmte Book of John, zu dem ich gern mehr erzähle, weil es wirklich faszinierend ist und unfassbar, und also das Buch des Johannes, das Geheime, und das Buch des vollkommenen Lebens über Jesus Christus, wo auch erzählt wird, was er in seinen Jugendjahren gemacht wird, zwischen dem, ich glaube, 13. und 28. Lebensjahr, was uns in der Bibel nicht erzählt wird. Es ist sehr spannend. Und auch solchen Texten wie die Smaragdtafeln natürlich. Und diese Verbindungen, die da entstehen, die Puzzleteile, die zusammenkommen, über die spreche ich. Und vor allen Dingen, deswegen hat es 492 Seiten, die letzten 150 Seiten beschäftigen sich ausschließlich damit, wie erschaffen wir für uns eine Lösung? Wie können wir uns dessen wieder bewusst werden und unsere Schöpferkraft bedienen? Und das ist ein ganz spannendes Thema. Ja, also wie du schon gesagt hast, es sind beinahe 500 Seiten. Das heißt also, es ist ein sehr, sehr vielschichtiges Buch und wir können logischerweise jetzt auch nicht überall in die Tiefe gehen. Du hast schon gesagt, für dich ist der Schwerpunkt auf dem Bewusstsein, also dass das Gefängnis mehr oder weniger ein Bewusstseinsgefängnis ist. Ich tue das deswegen abgrenzen, weil ich habe gesehen, zum Beispiel im Netz kursiert ein Video, durchaus spannend. Das beschäftigt sich aber rein mit diesen physikalischen Komponenten von wegen Gefängnisplanet, dass wir in der Schwerkraft gefangen sind, energetisch, also richtig Energie, also ich meine jetzt physikalische Energie gefangen sind. So, wir reden hier aber quasi in dem Sinne eher von einem mentalen Gefängnis, also das ist Bewusstsein. Aber auch, und du, das schreibst du ja auch im Vorwort, glaube ich, dass es für dich nicht erwiesen ist, dass die Erde der Heimatplanet der Seele ist. Du sagst auch, dass es schon seltsam ist, dass wir uns an die Reinkarnationen nicht erinnern und deutest ja auch an, dass das ein Karussell ist,
wir gefangen gehalten werden. Das finde ich insofern spannend, Hans-Peter, als dass du ja sowieso bei mir offene Türen einrennst mit diesem Ganzen, dass wir gepfropft sind und dass wir von unserer Identität entfernt wurden und so weiter. Bezeichnenderweise ist es so, das ganze Reinkarnationsding, das empfinde ich als eine Ablenkung oder als einem Hamsterrad lassen. Es ist für mich nicht relevant. Also wenn überhaupt, dann wäre das für mich gleichzeitig. Das Thema Zeit ist ja überhaupt ein spannendes, weil wenn ich das richtig schon einmal in der Leseprobe gesehen habe, dann geht es hier ja darum, dass die Zeit einerseits ausgedehnt und ausgeleiert wird, im Sinne, dass uns kurze Zeitabschnitte als viel, viel länger verkauft werden, so nach dem Motto, ja, gerade was diese letzten Jahrhunderte der Industrialisierung betrifft. Und, oder jetzt überhaupt die Frage, wie lange Jesus hier schon, also wie lange das, die Bibel, wie alt die Bibel ist. Und auf der anderen Seite, dass es viel, viel älter ist, dass es eine viel, viel längere Zeitspanne ist. Also das heißt, das wird alles sehr relativiert, was die Zeitabläufe betrifft. Aber das ist ja letztendlich auch eine Bewusstseinsfrage. Ja. Na, also möchtest du auf das eingehen, von wegen, dass du bezweifelst, dass diese Erde der Heimatplanet der Seele ist? Möchtest du darauf eingehen oder? Also drücken wir es mal so aus, was es nicht sein kann. Ich meine, wir wissen, dass die Evolutionstheorie nach Darwin im Prinzip nur eine Theorie ist. Wir wissen, dass die Urknalltheorie ebenso nur eine Theorie ist. Und so verhält es sich mit vielen geschichtlichen Ereignissen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, auch in der Medizin, Physik und anderen Bereichen. Denn diese widerspricht sich ja im Prinzip selbst alle paar Jahre. Man erzählt uns zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade so ein, dass moderne Technologieentwicklung, nehmen wir die Dampfmaschine, circa um 1760 begann. Jedoch, und das ist interessant, finden sich darüber kaum zeithistorische Aufzeichnungen erst ab dem 19. Jahrhundert. Und die Industrialisierung an sich, die macht ja aus einem schöpferischen Wesen ein maschinelles Wesen. Mikrokosmos gleich Makrokosmos. Und damit werden wir auf die materiellen Aspekte, und das sehen wir aktuell, sehr stark reduziert, verdichtet. Man will uns also erzählen, und das ist das Interessante, dass die Menschheit Jahrtausende rumgegammelt hat auf der Erde, während durch die Erfindung der Dampfmaschine und der darauffolgenden, sagen wir mal, sprunghaften Entwicklung das heutige technologische Niveau erreicht sein soll, was nicht sein kann. Das sehen wir auch an Bildern. Und man will uns in meinen Augen die wahre Geschichte wissentlich und willentlich vergessen lassen. Warum macht man das? Für mich sind auch Kriege, viele Kriege, nicht nur geführt worden, um Machtspiele auszuüben oder sich wirtschaftlich zu bereichern, sondern vor allen Dingen, um unsere Geschichte zu vernichten. Man will tatsächlich die Menschheit, wie in der christlich-jüdischen Vorstellung, in 5.000 bis 6.000 Jahre pressen. Das würde ja bedeuten, wenn man mal einfach nur logisch denkt, dass jeder, der das 25. Lebensjahr erreicht hat, bereits 0,5% der menschlichen Geschichte miterlebt hat. Ja, ich weiß nicht so ganz. Ja, und wir sehen ja auch aktuell auf der Erde im Weltgeschehen, es ist ja alles so ein Spiel, Good Cop, Bad Cop. Es wird alles versucht zu steuern in Lager. Auch der Andersdenkende wird versucht, in ein Lager zu bringen. Und wir alle sollen irgendeinem Erlöser, irgendeinem Propheten oder einem wichtigen Wesen, Menschen auf der Erde folgen. Und damit lenkt man nur von einem einzigen Fakt ab. Nämlich der, dass wir eigentlich alle Anarchisten sind, dass wir alle ohne Herrschaft sein sollten und unser eigener Herr sind, dass wir alles, was man als Gott, Äther, Schöpferkraft, Licht, Liebe bezeichnen kann, rund um die Uhr, 24/7 durch uns fließt. Und das ist auch die Botschaft, die Buddha, die Jesus, die Krishna, wie viele andere, Echnaton unter anderem auch, ja, Tod, gesagt haben, nämlich, tut es mir nicht einfach nur nach, sondern tut noch Größeres als ich. Ich bin kein Idol für euch, ich bin nur ein Ideal. Es geht um den Idealismus, statt irgendetwas zu idolisieren. Und das ist die Welt aber, in der wir leben. Etwas auf einen Podest stellen und anbetungswürdig machen. Und so kommen wir niemals in unsere Schöpferkraft. Niemals. Warte jetzt mal an dem Punkt, merkt ihr Schöpferkraft? Notier es Ja, dir. okay. Ich würde
weitermachen. Ich möchte nur, bevor wir jetzt, weil du gehst ja jetzt schon, also wenn, ich möchte jetzt gerne mal, okay, überhaupt die Problemstellung und dann Fakten sammeln oder Hinweise sammeln und dann erst in die Okay. Lösung. Okay. Wenn ich jetzt mal auf den Adler, auf die Adlerperspektive ein bisschen gehen darf. Also wir gehen jetzt mal davon aus, oder du gehst davon aus, aber du bist da nicht der Einzige, dass der Mensch einmal sich im Bewusstsein war, dass er ein schöpferisches Wesen ist. Inwieweit das jetzt ein schöpferisch-göttliches, also ich formuliere es jetzt mal so, so schöpferisch-göttliches Wesen, also ein schöpferisches Wesen, was ja göttlich ist. Er wusste das, der Mensch, also das war, er war sich sozusagen dessen gewahr und irgendetwas ist pa passiert, dass er in eine allgemeine, eine kollektive Amnesie verfallen ist, sprich, er hat es vergessen und ist vollkommen, identifiziert sich seither mit dem materiellen Wesen. Also er glaubt, er sei ein materielles Wesen und hat vergessen, dass er ein schöpferisches Wesen ist. Kann man das jetzt mal so, also so habe ich es jetzt aufgefasst oder so sehe ich es ja auch. Und jetzt ist es so, dass wir uns langsam wieder erinnern und indem wir uns erinnern, sind wir irgendwie zwischen diesen Welten und es poppen beide auf und das ist auch dieser Dualismus, den du gerade angesprochen hast, dass wir beides jetzt haben. Dadurch können wir es auch so gut erkennen, ne? Weil wenn nur eines, wenn du vollkommen in einem Bewusstsein bist, erkennst du es ja nicht. Das heißt also, jetzt haben wir sozusagen zwei, die miteinander im Konflikt sind. Deswegen haben wir auch so viel Konflikt. Potenzial. Okay, also das heißt, jetzt sind wir in der Phase, wo sich die Menschen wieder erinnern. So, und jetzt so bei, was war denn das Stichwort, wo ich gesagt habe, merkt ihr das, wo du gerade hast du es notiert? Du hast das so Moment. schön formuliert. Schöpfer, na, wir waren beim Schöpferbewusstsein, ne? Also dass der Mensch sich wieder erinnert. Und das ist in der, ah ja, ganz wichtig, dass es natürlich in vielen Schriften festgehalten ist, aber vor allen Dingen in der Bibel und vor allem Jesus hat es gesagt, immer wieder, richtig? Also Auch das darauf ja. gehst du jetzt. Genau. So, wo gehen wir jetzt wieder rein? Entschuldigung, ich habe jetzt auf einmal den Eindruck, ich habe dich doch ein bisschen Ja, dann bleiben wir draufgebracht. doch bei der kollektiven Amnesie. Wieso, weshalb, warum, bevor wir in die Lösung kommen. Das ist vielleicht auch eine gute Idee. Und da fehlt mir, ich habe mir das wieder rausgesucht, ich habe in meinem Buch ein Zitat von Friedrich Nietzsche. Schiller und Nietzsche sind mir sehr am Herzen gelegen. Und ich gibt einen Auszug aus dem Stück Die Geburt in Tragödie aus dem Geiste der Musik. Und da hat Nietzsche, und das ist interessant, Folgendes gesagt, und es steckt so unfassbar viel Wahrheit drin. Er sagt, und nun steht der Mensch ewig hungrig unter allen Vergangenheiten und sucht grabend und wühlend nach Wurzeln. Sei es, dass er auch in den entlegensten Altertümern nach ihnen graben müsste. Worauf weist das ungeheure historische Bedürfnis der unbefriedigten modernen Kultur, das Umsichsammeln zahlloser anderer Kulturen, das Verzehrende erkennen wollen. Und jetzt kommt's. Wenn nicht auf den Mythos oder auf den Verlust des Mythos, auf den Verlust der mythischen Heimat, des mythischen Mutterschoßes. Denn ohne Mythos geht jede Kultur ihrer gesunden, schöpferischen Kraft verlustig. Das fand ich sehr interessant und er hat es im Prinzip schon damals auf den Punkt gebracht, worum es sich eigentlich dreht. Es geht darum, dass wir wissen, wer wir sind, woher wir kommen und dass wir erkennen, dass unsere Mythologien mehr Wahrheit beinhalten, als wir wahrhaben wollen. Dass in ihnen mehr Wahrheit steckt, mehr Weisheit und mehr Wissen, als wir tatsächlich erkennen wollen. Und man tut es dann so als Märchenerzählung ab. Aber es steckt viel, viel mehr drin. Ja, Und wenn das ich ist das, die Geschichte. ja. Als Schichten, ne? Die Geschichte ist ja Schichten und Nietzsche spricht von den Wurzeln, also dass du Schicht für Schicht wieder das abträgst und wieder hinunterfindest zu den Wurzeln Wie und diese du schreibst russischen auch. Puppen, genau. Stück für Stück wieder lösen, diese Zwiebeltechnik, ja. Genau, und du schreibst ja auch in deinem Buch, dass es ja nur zwei Generationen braucht, dass man die Geschichte schon vergisst, ne? Und dann hast du ja auch noch über Ideal und Idol gesprochen und Ideal ist ja durchaus etwas, wo wir auch an Nietzsche denken, ne? Weil er hat ja über Genau. den edlen Menschen über gesprochen, ne? Also über Genau. das Ideal. Ja, genau. Nietzsche Also würden da. wir heute für das, was er geschrieben hat, einsperren. Also und verriegeln. Ja? Das müssen wir einfach festhalten. Und um auf die Themen vielleicht mal eine interessante Brücke zu schlagen, zu dem, was du ja auch machst, Katharina, und jetzt so in dieser Zeit, was alles so passiert, die Massenmanipulation, um was alles so auch im Nachkrieg passiert ist.
Ich meine, wir wissen, dass Winston Churchill gesagt hat, dass es ihm nie um A.H. ging im Zuge des Zweiten Weltkrieges. Es ging letztlich nur um einen einzigen Aspekt und er hat es halt nun mal gesagt. Es geht darum, den Geist Schillers nie wieder auferstehen zu lassen bei den Deutschen. Und dass wir diese Weisheiten, dieses Land der Dichter und Denker, da denke ich immer an die Frühgriechen, wie sie dann in den Gärten gesessen haben und sinniert haben in ihren Gewändern, über die Welt, über was uns bewegt, woher wir kommen, wer wir sind. Und das ist genau das, wo wir wieder hinkommen dürfen. Dass der Diskurs zugelassen wird. Und wir da wieder Dinge entdecken, die wir auch tatsächlich im 19. Jahrhundert in Deutschland hatten. Denken wir an die theosophischen Gesellschaften, an Rudolf Steiner, an Blavatsky. Das waren wunderbare Zeiten, in denen wieder der Diskurs gewünscht und erlaubt war. Und das wurde ja danach wirklich nachhaltig zerstört. Und wenn wir uns gucken, ich gehe mal auf ein Buch ein. Eines der wichtigsten Bücher der Welt, finde ich, leider Gottes, und das ist interessant, nicht in deutscher Sprache übersetzt erhältlich. Es gab im 19. Jahrhundert, eine schöne Geschichte, gab es einen Mann, und das ist interessant, warum auch vielleicht daher meine Affirmation seit der Kindheit kommt, seit meinem Nahtoderlebnis im 6. Lebensjahr, einen meiner Ahnen aus meiner Familie hat in Ägypten das geheime Buch des Johannes entdeckt. Ende des 19. Jahrhunderts. Er hat es nach Berlin gebracht und sie wurden im Berliner Museum, wurden sie heute noch ausgestellt als die Berlin-Kodizes und sie wurden übersetzt, aber niemals ins Deutsche, obwohl sie hier sind. Und dieses geheime Buch des Johannes ist ein Buch, in dem praktisch Johannes und sein Bruder Jakobus Jesus Fragen stellen über die Menschheit, über unser Sein, wer wir sind und woher wir kommen. Und dort finden wir ganz viele Lösungen, wo er auch über die Dualität spricht, über die Götter und wer uns erschaffen hat. Und er betont sehr... Darf ich nur fragen, redest du jetzt von The Book of John? Ist das das Buch, yes, über das du jetzt redest? Genau. Okay, weil da gibt es eine Verfilmung und die habe ich gesehen, The Book of John. Da gibt's, okay. Ich habe es aus dem Englischen komplett ins Deutsche übersetzt und mir komplett durchgelesen und es ist sehr interessant. Und auch Jesus betont dort, dass wir uns wieder erinnern müssen, um den wahren Kern unserer Seele zu erfahren, um unseren Ursprung, ich nenne es mal unsere Quelle, zu finden. Denn dann offenbart sich uns die ganze unwiderlegbare Wahrheit. Und dann bekommt auch so ein Bibelspruch wie 8,32 Johannes, du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht dich frei, auch einen ganz anderen Kontext und eine ganz andere Grundbedeutung. Das ist total spannend. Ja, das ist eigentlich fast schon, das könnte man eigentlich schon als, ich sage jetzt nicht Slogan, weil das ist so flapsig, aber das könnte schon ein Untertitel deines Buches sein. Ne? Weil wenn du sagst, dass wir deswegen in einem Gefängnis nicht, weil wir tatsächlich geografisch jetzt eingesperrt sind oder wie eben dieser andere, der das so von der Schwerkraft her beschreibt, sondern du sagst ja, okay, es ist ein Gefängnisplanet im Sinne von einem mentalen Gefängnis, also ist alles im Bewusstsein. Sprich, wenn wir dieses Bewusstsein, wenn wir uns erinnern und wenn wir diese Barrieren sprengen oder zum Einstürzen bringen, da fällt mir sofort die Mauern von, oh Gott, da kommen mir sofort wieder ganz viele biblische Bilder, ja, ne? Die Trompeten von Jericho und ich weiß nicht was alles. Also wenn wir das, also sprich, dass es ein mentales Gefängnis ist, beziehungsweise ein Bewusstseinsgefängnis und in dem Sinne, die Wahrheit ist ja ein Bewusstseinsschritt, ein Erkennen und das macht euch frei. Also sprich, dass es tatsächlich etwas ist, was jeder von uns machen kann, richtig? Dass wir da nicht, genau, warten müssen. Genau, und jetzt schau mal, wir können das alles revidieren, schau mal, wenn wir zum Beispiel ins Buch Jesaja reinsehen, ich zitiere mal einfach 6,10, es beantwortet so viele Fragen, was man da gemacht hat. Es steht wortwörtlich drin, verfette das Herz dieses Volkes und die Ohren, verschließe sie und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Das heißt, hier geht es darum, dass es Kräfte gibt, die daran gelegen sind, und so gibt es hunderte von Zitaten, auch aus den apokryphen Evangelien, wo man sieht, dass es ein Interesse gab und vielleicht immer noch gibt, genau das zu tun, einen Mentizid zu tun, also die Tötung unseres Bewusstseins, ja?
verklebe ihre Augen, verschließe ihre Ohren. Ja, das heißt, dass wir uns nicht erinnern können, dass wir uns vielleicht auch nicht mehr an die Fähigkeiten unserer Vorinkarnation erinnern, dass wir auch nicht die Lösung finden dürfen dadurch. Das nennen wir die kollektive Amnesie. Dieser Begriff, den du gerade verwendet hast, den ich so nicht kannte, der ist natürlich schon sehr interessant. Mentizid. Wir kennen ja Genozid und Mentizid, also die Auslöschung unseres Geistes. Das ist ja auch aber eine Frage, wie man das übersetzt. Wir reden nicht vom Verstand, wir reden vom Geist. Genau. Spirit im Englischen ist klarer, ne? Spirit. Ja, also genau. Also du hast ja auch, vielleicht ist das jetzt der richtige Moment, und weil du sagst, ja, wie ist das denn überhaupt passiert? Ne? Wir können natürlich jetzt die Anunnaki und so. Du hast auch etwas von viel Götterei und zwei Götter, die einander vielleicht bekämpfen. Liegt da vielleicht, also ist das jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um da ein bisschen hineinzuschauen? Oder was meinst du? Und sich die Frage zu stellen, wie ist das überhaupt passiert? Weil der Mensch wird nicht von sich aus sich entfremdet haben, sondern da hat er schon Hilfe gebraucht. Ne? Ja, mit Sicherheit. Ich meine, wir kennen, und da machst du ja auch viele Sendungen darüber, wir kennen ja die Hebel, die in der heutigen Zeit benutzt werden, um diesen Mentizid zu fördern. Und diese Hebel gab es natürlich auch schon in der Vergangenheit. Es wäre vermessen zu sagen, dass das eine relativ neue Erfindung ist. Nur wie man es macht, hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Ne? Aber das Bestreben war natürlich schon immer da, dass gewisse Kräfte da sind, die andere daran hindern wollen, sage ich mal, lichtvoll zu sein. Die Dunkelheit ist immer da und versucht natürlich, das Licht zu vertreiben. Aber am Ende... Du hast einen tollen Spruch, Katharina. Du sagst immer, am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut war, war es noch nicht das Ende. Und das ist genau der gleiche Spruch, den ich sage in grün, same, same, but different, indem ich sage, alles Dunkle will am Ende auch immer ins Licht. Und das ist interessant. Aber welche Kräfte sind das? Und bei den Schrifttafeln der Sumerer finden wir zwei ganz bestimmte Protagonisten. Und diese Protagonisten heißen Enki und Enlil. Viele werden das kennen, auch aus anderen Büchern oder aus Videos. Wir wissen, dass der eine, Enlil, wohl weislich der war, der nicht wollte, dass die Menschheit ein eigenes hohes Bewusstsein entwickelt, wohingegen sein Bruder Enki dafür bekannt war, dass er den Menschen Weisheit und Wissen vermitteln wollte. Also hier haben wir diesen familiären Bruderkampf, nenne ich es mal. Der eine ist der Gute und der andere ist der Böse. Und jetzt ist mir eingefallen, auch aus meinem Buch, was ich über Jesus geschrieben habe. Das hat Ähnlichkeit mit, weil das ist auch ein Bruderzwist, wenn man die Eustace Malins, der Fluch von Kanaan. Das ist genau, also tolles das Buch. Das ist immer an mehreren Stellen ein Bruderzwist, ne? Dass der am Anfang steht. Ja, genau. Okay. Genau. Und wer sagt, dass die Götter Götter sind? Es sind vielleicht Wesenheiten, die erhoben worden sind in einen Stand. Ja, warum auch immer. Vielleicht hatten sie besondere Fähigkeiten, sahen anders aus. Das spielt erstmal keine Rolle. Das lassen wir mal einfach zur Seite. Aber genauso wie Pharao Tod nennt er sich niemals sich selbst Pharao genannt hat. Man hat ihn zum Pharao erhoben. Die Menschen haben ihn so genannt, aber er hat es von sich nie behauptet. Aber das ist eine andere Seite. So wie Jesus selbst sich nie darüber geäußert hat, dass er der Sohn Gottes ist. Das haben andere erzählt. Und das ist auch eine andere Geschichte. Also, wenn wir die Sichtweisen sehen. Jetzt gibt es diese zwei, Enki und Enlil. Und jetzt wissen wir, dass Jesus auch gesagt hat, dass zu den Hebräern, euer Gott ist nicht mein Gott, euer Gott ist einer des Todes, der Eifersucht, der Rachsucht und des Mordes und meiner nicht. Meiner ist ein liebevoller Gott. Und dann überlege ich, gibt es denn jetzt zwei? Und jetzt wird's ganz spannend, weil wir finden ja, wer sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, ich habe das alles nochmal in einem separaten Kapitel dort behandelt, finden wir, dass in den sumerischen Keilschriften, die ja nachweislich wesentlich älter als die Bibel oder die Tora sind, das muss man einfach so hinnehmen, dass dort bereits von einem Menschen namens Tsiu Sutra gesprochen wird, glaube ich, so hieß der oder so ähnlich. Und es erzählt wird, dass es der Sohn von Enki war, dem eine Arche gebaut wurde, weil die Vernichtung der Menschheit bevorstand und die Sintflut. Und es wird die gleiche Geschichte erzählt wie im Alten Testament über Noah. Also gab es diese Geschichte doch schon Jahrtausende vorher. Das gleiche finden wir über den Vertreibung aus dem Paradies. Dort hieß es Edin, nicht Eden. Wir finden alle anderen Geschichten komplett drin. Und dann stellt sich die erste Frage, wer schreibt von wem ab?
Aber spannend wird es in einer Passage. Denn im verlorenen Buch des Enki, ein eigenes Buch, steht wortwörtlich, als die Menschen laut den sumerischen Keilschriften verändert wurden, ich nenne es mal so, dass man gesagt hat, lass sie uns nach unserem Abbild erschaffen. Lass sie uns nach unserem, nicht nach meinem Abbild erschaffen. Und das Gleiche finden wir aber auch in der Bibel. Dort steht der Plural, nicht der Singular. Dort wird bei der Erschaffung der Menschheit nicht von dem einen Gott gesprochen. Und ich meine, wir müssen es einfach mal ernst nehmen und genau so lesen, wie es da steht und hinterfragen. Wir finden die gleiche Wortwahl sogar. Wenn wir also davon ausgehen, dass es vielleicht mehrere waren, und da kommen wieder Enki und Enlil ins Spiel, ist der eine vielleicht der Gott des Alten Testamentes und der andere der Gott des Neuen Testamentes. Und wenn ich dann zufälligerweise weiterdenke und suche und Puzzleteile finden wollte, finde ich tatsächlich Überlieferungen in Evangelien, in denen bei den Anhängern des alten testamentarischen Gottes auch der Begriff Enliliten verwendet wird. Die Anhänger von Enlil, der den Menschen nicht so wohlgesonnen war. Und Enki wiederum finden wir, und Enki soll einen Sohn gehabt haben, dem er die Cheops-Pyramide und die Sphinx gewidmet hat. Und das war Ningishida. Und Ningishida ist kein anderer als Pharao Tod. Und wenn wir das alles miteinander verbinden und sehen, das passt ja wie Puzzleteile zusammen, dann wissen wir auch, dass das, was in den sumerischen Keilschriften teilweise noch in der Bibel zu finden ist, aber auch in den indischen Geheimschriften, in den mesoamerikanischen Überlieferungen, denn Tod ist gleichzeitig auch die gefiederte Schlange, Quetzalcoatl und Kukulkan, und wir diese Geschichten miteinander vergleichen, dann gibt es keine Widersprüche. Es passt Puzzleteil für Puzzleteil ineinander. Und wenn wir dann das Book of John angucken, finden wir das Gleiche und in den Smaragdtafeln auch. Und das zeigt mir, dass wir diese Schriften ernst nehmen dürfen, dass mehr Wahrheitsgehalt drinsteckt, als wir tatsächlich vielleicht derzeit vermuten. Sonst würden sie sich in vielen Bereichen viel mehr widersprechen. Das tun sie nicht. Sie ergänzen sich. Okay. Darf ich mal jetzt wieder für mich so und oder fürs Publikum ein bisschen wieder zusammensammeln? Also, wie alt jetzt immer diese Erde sein will, oder das wissen wir nicht, wie lange die Aufzeichnungen sind. Wir wissen auf jeden Fall, und das ist mir auch nicht neu, sondern was du jetzt da erzählst, das habe ich auch schon darüber gelesen, dass es also viel, viel ältere Schriften gibt, die dann mehr oder weniger in der Bibel nur aufgegriffen werden, oder eben in anderen Buddhismus aufgegriffen wird oder also in späteren Religionen auch aufgegriffen werden. Das heißt also, wir gehen jetzt mal von zwei verschiedenen Strömungen aus, ob das jetzt ein Bruderzwist ist oder wie auch immer. Die einen, die die Vernichtung der Menschheit anstreben wollen, ist ja auch die Frage, warum, weil sie den Planeten Erde für sich wollen und den Menschen als ein Übel da betrachten oder wie auch immer, darüber können wir vielleicht noch reden. Und auf der anderen Seite die an die Menschheit glauben, also die andere Gruppierung, die sozusagen an den Menschen glaubt, die Fähigkeit des Menschen, sich wieder zu erinnern vielleicht oder Gutes zu tun, die sozusagen für den Menschen hier ist. Und das viele Stränge, die sich hier auf völlig verschiedene Nationen und Geschichtsstränge und so weiter, auch geografisch. Und wenn ich das jetzt richtig, also korrigier mich, wenn du das anders siehst, aber ich fasse das so auf, dass wir jetzt in der Zeit leben, die überall da drinnen beschrieben wird, diese sogenannte Endzeit, wo alle diese Stränge zusammenkommen und wirklich sich die zwei gegenüberstehen, wie wir es ja auch in der Mahabharata haben, ne? Da stehen die sich auch gegenüber, da findet ja auch die große Schlacht statt. Also sprich, das ist im Book of John ist es die Apokalypse, die natürlich gleichzeitig eine äußere, aber auch vor allem eine innere Apokalypse ist, über die du ja auch schreibst. Also sprich, etwas, was in uns stattfindet, und wir wissen ja, dass die Apokalypse die Befreiung ist. Also es ist ja die Offenbarung, also ist es die Befreiung. So, aber jetzt gebe ich das Wort wieder an dich, weil ich habe ja nur hier wieder etwas anzustoßen. Ja, aber da hast du es sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank. Weißt du, warum gehe ich immer so auf dieses Erinnern und Wissen und Weisheit? Warum? Weil, wenn wir uns die hermetischen Gesetze ansehen,
die sieben hermetischen Gesetze und wir sehen uns das erste hermetische Gesetz an, dann ist das das Prinzip der Mentalität. Ich erkläre mal ganz kurz in einem Satz, was es bedeutet. Das All, also das All um uns herum, ist Denken und Fühlen. Und das Universum ist mental, sagt dieses Gesetz. Und das heißt nichts anderes, als dass alles sichtbare Materie einem Gedanken zugrunde liegt. Eine Energie, die manifestiert hat. Ein alter hermetischer Meister hat auch mal geschrieben irgendwann oder gesagt, wer die Wahrheit von der mentalen Natur des Universums erfasst hat, der ist sehr fortgeschritten auf seinem Pfad der Meisterschaft. Das Problem in der heutigen Zeit ist folgendes. Die Menschen versuchen alle zu sagen, öffne dein Herz, deine Gefühle, und das ist im Grunde genommen richtig. Wir haben aber ein Problem. Wir sind eine Welt geworden, in der der Verstand überwiegt. Wir sind verstandesbetonte Wesen in der aktuellen Phase der Menschheit. Und vielen Menschen, und das erlebe ich immer wieder, sie sagen mir ständig, Hans-Peter, das ist alles gut und schön, aber ich kann es nicht fühlen. Ich kann es nicht spüren. Ich bekomme es nicht in mein Herz, das auch zu fühlen, das Ganze. Und deswegen sage ich, okay, das Problem ist die Lösung. Das Prinzip der Mentalität. Wir müssen wieder über unser Bewusstsein kommen. Und wenn wir über unser Bewusstsein die Hebel der Geschichtsfälschung verstehen, die Hebel der Mechanismen der Massenpsychose, die Hebel der Mechanismen des Mentizids, wenn wir sie verstehen und kennen, dann fallen wir nicht mehr darauf hinein. Und wir haben dadurch eine automatische Transformation neuer Überzeugungen, indem wir alte ablegen und neue aufbauen. Und damit öffnen wir unseren Geist. Und wenn wir unseren Geist für diese Dinge öffnen können, für neues Bewusstsein, dann wiederum schaffen wir neue Überzeugungen, neue Glaubenssätze und manifestieren und transformieren. Und dadurch kommen wir in den Glauben, in die Überzeugung. Und wenn wir fest an etwas glauben, dann kann es auch ins Herz, weil es voller Überzeugung ist. Und dann fühlen wir es auch. Hans-Peter, ich habe ja immer ein bisschen ein Problem mit dem Wort neu. Weil für mich ist ja das Neue, ist, kann man genauso gut das Neue, also die ständige Sucht nach dem Neuen, nach dem letzten Neuen. Es gibt nichts Neues im Universum. Genau. Das schreibst du auch am Anfang in deinem Buch. Und ich gehe auch davon aus, wenn wir davon ausgehen, dass das Schöpferische unten drunter, das ist die Basis, das ist, wer wir sind. Das andere, dieses materielle Weltbild, ist aufgepfropft. Und du hast ja dieses wunderbare Zitat da gebracht vorher, wo du darüber geredet hast, dass der Geist, also dass die Ohren verklebt sind, dass das Gehirn verklebt ist und auch das Herz verklebt ist. Also ich gehe eher davon aus, wenn die Leute sagen, ich fühle nichts, dann ist das deswegen, weil alles zugefettet ist, weil die Rezeptoren mit Schmerzkörper zu, also mit Angst, mit Schmerz zugepfropft. Das heißt also, ja, aber nur bei Sinnesorgane, genau. Genau, das ist eine Verfettung. Du hattest du nicht das Wort Verfettung auch in dem Zitat? Genau, Verfettung. Ja. Also und dieses, also das ist alles verklebt, verfettet, das ist dieser Schokoteig und dann wundert man sich, dass man nichts fühlt. Also sprich, weil das ist alles so oben drüber, ne? Und bis wir wieder da unten, und da wären wir wieder bei Nietzsche mit dem Abtragen, ne? Geschichte ist Schichten abtragen, ne? Bis man wieder hinunter zu den Wurzeln kommt. Also die Matruschka-Puppe oder wie die heißt. Ja, ich sag's auch immer, die russische Puppe, Stück für Stück arbeiten wir uns zum Kern. Und wir müssen diese Schalen eine nach der anderen abarbeiten, bis wir an den Seelenkern kommen. Und genau so sagen es Tod, so sagt es Jesus, so sagen es andere Schriften. Ich habe zum Beispiel, und da zitiere ich nochmal das Buch des Johannes, also dieses Book of John. Da steht drin, dann fragte ich ihn, Herr, was ist mit den Seelen der Menschen, die nicht wissen, dessen Volk sie sind? Wohin gehen sie? Das ist die Frage, die an ihn gerichtet wird. Und er antwortet, in diesen Menschen ist der künstliche Geist, ist auch ein interessanter Begriff, der künstliche Geist stark geworden und sie sind in die Irre gegangen. Ihre Seelen werden belastet, zur Schlechtigkeit hingezogen und in die Vergessenheit gestürzt. Wenn sie aus dem Körper herauskommen, wird eine solche Seele, und das ist jetzt spannend, weil das ist das Thema Gefängnisplanet, und das soll Jesus so gesagt haben, wenn sie aus dem Körper herauskommen, wird eine solche Seele den von den Machthabern
Machthabern, geschaffenen Mächten überlassen, in Ketten gebunden und wieder ins Gefängnis geworfen. Und so geht es hin und her, bis es ihr gelingt, sich zu befreien, und zwar von der Vergessenheit durch Weisheit und Wissen, schreibt er. Und so wird sie schließlich vollkommen und sie wird gerettet. Und ich nehme diese Schriften ernst, weil es ist erwiesen, dass bereits 190 nach Christus Menschen, einer unter anderem war Kirchenvater Irenäus, das Book of John mehrfach zitiert haben, um es zu diffamieren in ihren Inhalten. Also das Buch ist authentisch, es scheint wohl echt zu sein, auch aus dieser Zeit. Und dadurch, dass es so lange verborgen war, wissen wir, dass es über die Jahrhunderte nicht irgendwelchen Korrektores, nenne ich sie mal, ja, dass sie Fälschungen einlassen oder Einschüben unterlegen war und relativ klar und original formuliert ist. Und dort finden wir genau das Gleiche. Ja? Also das ist natürlich jetzt schon sehr spannend, ja. Also auch dieses in Vergessenheit geraten, der vergessen hat, wer er ist, wohin er gehört, der ist ja im Limbo, ne? Dieser Ausdruck im Limbo, das ist sozusagen im Niemandsland, ne? Da denke ich zum Beispiel auch in Inception, die sind doch auch im Limbo, aber ist es nicht bei Dantes Inferno, sind die nicht auch im Limbo? Also auf jeden Fall in diesem Raum des Vergessens, wo man sich nicht erinnert, wer man ist, und du hast von dieser künstliche, also dass das in dem Book of John ist, komischerweise, ich hatte das vorgestern gerade in einer Sendung mit den zwei Jungs, dass ich gesagt habe, das schöpferische Wesen ist nicht gleich die Kreatur. Die Kreatur ist etwas künstlich Kreiertes. Also wir legen ja so viel Wert auf Kreativität und so weiter, aber eine Kreatur ist eine künstlich Erschaffene und nicht ein schöpferisch Beseeltes. Da wäre man natürlich, das ist natürlich ein sehr schwieriger Punkt. Ich weiß nicht, ob du da jetzt darauf eingehen willst, weil die Frage, ob wir alle schöpferisch, also ob wir alle beseelte Wesen sind, ist ja eine, die immer wieder auftaucht, und da ist ja halt nach dem, was du jetzt gerade vorgelesen hast, heißt das quasi, okay, jemand, der sich nicht erinnert, aber er könnte sich eines Tages wieder erinnern, oder die Frage, werden sich alle erinnern? Magst du dazu was sagen? Oder? Also, ob da jetzt tatsächlich irgendwelche künstlichen oder Besetzungen oder Statisten rumlaufen auf der Erde, Leute, das kann ich wirklich nicht beantworten. Es gibt da die coolsten, interessantesten Theorien. Ich will nicht sagen, dass es sein kann, aber es kann aber auch nicht sein. Es kann. Es kann alles sein. Das wissen wir. Wir leben in Zeiten, in denen alles möglich ist. Aber was ich sagen kann dazu für mich persönlich ist, dass wir alle, und zwar alle wieder in der Zukunft, und ich denke, dass wir es noch erleben werden, dorthin kommen werden. Durch eine Bewusstseinsanhebung. Diese Bewusstseinsanhebung innen wie außen, geschieht teilweise auch von außen statt, denken wir Schumann-Frequenzen, Energieanhebung und so weiter, diese ganzen Themen. Und wir werden gefordert, mitzugehen in dieser Bewusstseinsanhebung. Und wir sehen das aktuell in der Entwicklung ja auch, dass wir ja einen Wertewandel haben. Viele Menschen sind ja erst durch diese Geschichten, die in den letzten 2 Jahren passiert sind, erwacht, was vorher gar nicht möglich war. Also hat dieses Ereignis ja auch etwas Gutes an sich. Definitiv. Ja. Und allein schon, dass wir beide hier bei OkiTalk sitzen zusammen und Zuschauer haben, hätten wir mit diesem Thema vor 20 Jahren so viele Zuschauer gehabt? Ich glaube kaum. Und damit auch mal an die Zuschauer jetzt bei OkiTalk gerichtet, sind wir alle, die heute hier sind, alle, und die das nachhaltig sehen, mit Sicherheit Teil des Lichts und auch der Offenbarung. Aber woher weiß ich das, dass ihr das seid? Weil ich kenne euch ja nicht. Ich habe jetzt keinen besonders ausgeprägten hellseherischen Sinn. Na, noch nicht. Aber ich habe Intuition in den 7. Sinn. Und allein die Tatsache, dass ihr diese Themen in euch aufnehmt und darüber auch mal nachdenkt, ihr sinniert, Common Sense verwendet, damit geht ihr auch in die geistige Resonanz und nicht in die Dissonanz. Ihr wollt ja erfahren, ihr sucht auch die Puzzleteile und geht eurer Intuition danach. Und so saugen die Leute da draußen auch diese ganzen Details auf und suchen nach der Wahrheit, lesen Bücher wie meine oder andere tolle Bücher. Und das hilft uns wieder, Wissen und Weisheit zu erlangen. Stück für Stück für Stück, und damit wieder in die Liebe zu kommen. Und
in die Liebe nicht nur zu unserer wahren Geschichte, zu unserem, wie wir es nannten, Christusbewusstsein oder universellen Bewusstsein, wer es anders benutzen will, die Liebe zu unseren eigenen Erdgefährten, zu dir, zu allen da draußen, weil wir ja alle Teil einer Menschheitsfamilie sind, zu unseren Ahnen, aber auch vor allen Dingen zu uns selbst. Und das ist das Tolle, was ich derzeit beobachte. Und von daher bin ich überzeugt, und du hast es ja auch schon gesagt eben, Katharine, dass diese Zeitschleifen, die man auch Projekt Looking Glass und Co., habe ich in meinem letzten Buch drüber geschrieben, die bündeln sich aktuell. Die Fäden gehen zusammen und das, was jetzt kommt, ist nicht mehr abänderbar seitens der dunklen Seite. Sie wissen, dass ihr Spiel vorbei ist. Und derzeit geht es natürlich nur darum, einfach noch so viel Dunkelheit wie möglich in diese Endphase zu installieren. Letztlich hängt es aber von uns ab, wie intensiv oder wie dunkel es wird, weil je mehr Licht wir ausstrahlen, je mehr Weisheit und Wissen wir erwerben, je mehr transzendent wir werden, desto weniger Chancen und Möglichkeiten haben sie. Und das wissen sie auch, weil Licht vertreibt immer die Dunkelheit. Und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Und das macht mir auch das Spiel so schön, dass wir hier jetzt gerade alle inkarniert sind auf diesem Planeten, ob flach, rund, eckig, hexagonal, wie auch immer, oval, um an diesem Spiel teilzunehmen. Wir haben uns das ausgesucht. Also lasst uns das Bestmöglichste rausholen für uns alle. Gemeinsam. Weil du von den Zeitschleifen sprichst, Peter, und du hast ja auch gesagt, okay, wir haben eine Zeit gehabt, wo wir dem Verstand nur noch gefolgt sind. Das ist ja auch dieses naturwissenschaftliche Weltbild. Und das ist natürlich Descartes und Newton. Und das ist unglaublich spannend, dass wir in einer Zeitschleife jetzt gelandet sind, wenn man astrologisch schaut. Also die Silke Schäfer hat darüber recht viel gemacht. Wir sind ja seit vorgestern sind wir in einer Konstellation, wo Mars, aufsteigender Mondknoten und Uranus eine Konjunktion im Stier, also genau da im Stier geht es ja um die Werte und um die Schönheit und um die Liebe. Die bilden eine Jahrhundert- oder ja vielleicht sogar eine Jahrtausend-Konjunktion. Und also diese Konjunktion hat es das letzte Mal gegeben, eben zur Zeit von Descartes und Newton. Und wenn wir jetzt schauen, da ist ja dieses naturwissenschaftliche Weltbild, ne, ist so fixiert worden. Und jetzt finde ich das spannend, dass die Naturwissenschaft gerade über die Quantenphysik, das hat es gesprengt. Also wie du gesagt hast, die Lösung liegt immer im Problem. Ne? Das Problem war dieses enge materialistische Weltbild. Aber die Quantenphysik hat es gesprengt und hat das Tor zum Bewusstsein aufgemacht. Absolut. Und die Quantenphysik beweist das erste Gesetz der Mentalität des hermetischen Prinzips, nämlich nur durch unser Bewusstsein wird Materie hier erschaffen. Das heißt, dass wir der Schöpfer sind. Und es gibt so ein, es gibt eine, also wenn wir über den Typ Mensch sprechen, der jetzt zuhört, über uns alle, da gibt es, ich nenne es mal vier verschiedene Typen. Vier verschiedene Typen einer Überzeugung, die wir haben können zum Leben und zu der Welt, auf der wir sind. Den ersten Typ nenne ich den Typ, die Welt steckt voller Gefahren. Das ist der Typ, der in Abhängigkeit, in Angst lebt, emotional gesteuert ist, Hass, Misstrauen, Empathie, der keine Logik kennt und gesunden Menschenverstand. Und das ist das, was gerade passiert, wo man die Menschen hinbringt über die Agenda. Nämlich die Welt steckt voller Gefahren. Die Medien arbeiten mit Emotionalität. Und du kannst mit Logik den Leuten nicht mehr kommen. Der zweite Typ ist der, ich nenne ihn mal einfach so den Typ, naja, so ist das Leben nun mal. Das ist nämlich der Typ, der von Leid gesteuert ist. Es ist so, wie es ist. Und er fühlt sich in allem bestätigt, was passiert. Der ist so auf das Überleben fixiert gerade mal. Haben wir auch ganz viele momentan. Der dritte Typ, den nenne ich, das ist der, die Forschung hat gezeigt. Und das ist die Welt, in der wir lebten, die letzten Jahrhunderte. Alles hängt nur von Belegen ab, die sich aber eh ständig ändern. Es ist alles total kopflastig. Und das sind die Denker, die immer streitsüchtig sind, die keinen Diskurs zulassen. Und jetzt kommt der vierte Typ. Der vierte Typ, den habe ich genannt, alles wendet sich zum Guten. Das ist nämlich der Typ, der hat beabsichtigte Überzeugungsmuster. Er kreiert sie selbst. Und damit sind seine Regeln, seine, nämlich bewusst erzeugt und ständig veränderbar. Und das ist, glaube ich, genau das, worauf wir steuern,
genau das, worauf wir hinzugehen jetzt, in die Welt, in der wir kommen dürfen. Es gibt da eine Frage, die ich immer stelle in meinen Seminaren und die möchte ich auch gerne mal den Zuschauern stellen. Schreibt sie euch mal auf und sinniert einfach mal drüber. Die Frage lautet, werden meine Erfahrungen aufgrund meiner Überzeugungen gemacht oder werden meine Überzeugungen aufgrund meiner Erfahrungen gemacht? Welcher Typ ist der, der die Zukunft gestalten wird und kann? Werden meine Erfahrungen aufgrund meiner Überzeugungen gemacht? Oder entwickle ich meine Überzeugungen aufgrund meiner Erfahrung? Ja, das ist natürlich das exoterische oder esoterische Weltbild, wobei ja bei uns spirituell, ich nenne nicht esoterisch. Da bin ich, also da unterscheide ich jetzt sehr stark. Esoterik heißt ja nach innen gerichtet, Exoterik nach außen gerichtet. Esoterik ist was Gutes, nicht falsch verstehen, aber das, was daraus gemacht wurde in der heutigen Zeit, damit kann ich mich nicht identifizieren. Genau. Aber Spiritualität ist was anderes für mich in der heutigen Zeit. Und es ist eine Geistesfrage, eine Bewusstseinsfrage, eine rein geistige Frage. Ja, überlegen wir, die meisten Menschen entwickeln ihre Überzeugungen aufgrund ihrer Erfahrungen. Sie erleben etwas, was nicht rückgängig machbar ist, es ist passiert, und entwickeln daraufhin ihre Überzeugung. Wenn wir aber wissen, dass die Erfahrungen, die wir machen können, wir selbst steuern können, Thema Quantenphysik, du hast es erwähnt, Gesetz der Mentalität, dann ist es doch besser, wenn ich vor ich eine Erfahrung mache, an meinen Überzeugungen arbeite. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wieder in das Wissen kommen, in die Weisheit, auch des Okkulten, des verborgenen Wissens, über die alten Weisheiten, die wichtig sind zum Leben. Ich nenne sie die Lebensprinzipien, die man nicht in der Schule lernt. Dann sind wir in der Lage, selbst zu manifestieren. Alleine, aber auch im Kollektiv. Und dadurch erzeugen wir unser Erlebtes in der Zukunft selbst. Und da können wir bestimmen, ob es gut oder schlecht wird. Ja, das ist eine Umkehr, eine komplette, eine Richtungsumkehr. Ich habe auch über diese negative und positive Feedback-Schleife, das ist ja das, worüber du gerade gesprochen hast, darüber habe ich auch in meinem letzten Blick gesprochen. Aber diese Umkehr, Carlos Castaneda sagt ja immer, die Welt anhalten, weil wir können nicht, das ist wie mit der Titanic, du kannst es nicht umdrehen, also zuerst mal musst du es anhalten. Und das ist das, Carlos Castaneda sagt, dass immer die Welt anhalten, ne? Weil erstmal einen Stopp einlegen, weil dann kannst du diesen Erfahrungsfeedback-Schleife quasi umdrehen, ne? Statt dass dich das Außen immer kleiner macht und immer mehr einschüchtert und du immer kleiner und ausgelieferter wirst und dich immer abhängiger fühlst, ne? dass du langsam in die Erfahrung kommst, dass du etwas bewegen kannst und dass du in dieser Welt einen Unterschied machen kannst, ne? Ich nehme an, Peter, jetzt sind wir eigentlich schon bei dem, was du das wahre Christusbewusstsein genannt hast, oder irre ich mich, dass wir da jetzt das wäre, wo man hinkäme auf die Art, oder? Ja, das ist schon so die Richtung. Genau, überleg mal. Und ich meine, das ist ja auch ein Thema in deinen Beiträgen und das ist ein ganz spannendes Thema, auch das Thema über uns Deutsche, warum gerade wir angeblich einen gewissen Segen besitzen sollen oder vom deutschen Wesen die Welt genesen soll. Und auch da wieder, Nietzsche und Schiller sind meine Lieblingsschriftsteller. Fällt mir Friedrich Schiller ein. Und der hat echt ein Gedicht gebracht. Und ich muss sagen, man muss es einfach gehört haben. Und ich fühle mich jetzt irgendwie so, als wenn ich es gerade mal vorlesen sollte. Es sind da 5 oder 6 Zeilen. Passt auf. Ja. Das ist nicht des Deutschen Größe, ob zu siegen mit dem Schwert. Man hat uns aber anderes erzählt. In das Geistreich zu dringen, das ist es. Um Erhabenheit zu ringen, Vorurteile zu besiegen, männlich mit dem Wahn zu kriegen, das ist seines Eifers wert. Höheren Sieg hat er errungen, der die Wahrheit blitzgeschwungen, der die Geister selbst befreit, das ist entscheidend, die Geister, die ich rief, loswerden. Freiheit der Vernunft erfechten, heißt für alle Völkerrechten, gilt für alle ewige Zeit. Ich finde, es beschreibt das Wesen oder auch eine Art Christusbewusstsein, könnte man es auch nennen, auf eine wunderbare dichterische Kunstart. Aus Peter,
Das ist ja spannend, weil wir machen ja immer auch so geopolitische Sendungen und da geht es ja ganz darum, ganz viel darum, dass im Moment offensichtlich Deutschland also ein Agrarland werden soll, Exportschlager Deutschland brachgelegt wird und wir uns da immer fragen, ob das nicht vielleicht auch so sein soll, weil sozusagen das ja gar nicht der Auftrag der Deutschen ist, dieses Exportweltmeister zu sein und so weiter und in der Schwerindustrie da tätig zu sein, sondern dass der Deutsche sich wieder an seine geistigen Wurzeln erinnert. Also das steht irgendwie im Raum. Ne? Die Frage, ist das vielleicht nicht die Bestimmung Deutschland? Also damit will ich jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, dass man die deutsche Wirtschaft jetzt weiter kaputt machen will, soll. Das will ich damit nicht sagen. Nur wenn es denn schon ohnehin passiert, dann kann man sich fragen, ja, warum passiert es denn? Denn meine Erfahrung ist, nichts passiert ohne irgendeinen Grund. Und wie du ganz richtig sagst, der deutsche Geist von Schiller, Goethe und Nietzsche, ich bin auch ein besonderer Fan von Nietzsche, also der ist ja flöten gegangen. Der ist auf der Strecke geblieben durch dieses ganze Exportweltmeister, ne? Genau, und jetzt schau mal, was viele Menschen in meinen Augen etwas missverstehen, ist zu sagen, von Deutschland geht das Heil aus. Ich würde das so nicht unterschreiben, weil wenn wir uns, ob wir das Gedicht nehmen von Schiller eben, ob wir Nietzsche nehmen oder ob wir genau den Spruch wieder nehmen, am deutschen Lesen wird die Welt genesen. Achten wir bitte auf die Wortwahl. Es steht dort nicht, an Deutschland wird die Welt genesen. Das würde das Ganze auf ein Gebiet reduzieren, auf ein Land. Es geht um das Wesen, es geht um den Geist, es geht um das Bewusstsein und die Liebe. Das heißt, vielleicht ist es tatsächlich so, liebe Katharina, wir wissen es nicht, die Zukunft wird es zeigen. Und du hast es gerade gesagt, wer weiß, wofür es gut ist, dass gerade passiert, was passiert. Vielleicht ist es so, dass irgendwann die Deutschen nicht mehr in Deutschland leben, in dem Land an sich. Vielleicht ist es irgendwann so, dass der beliebteste Vorname Deutschlands Mohammed sein wird. Oder wie auch immer, spielt überhaupt gar keine Rolle. Entscheidend ist, dass das Wesen, dass du überall leben kannst, das spielt keine Rolle. Dass du dieses Wesen lebst. Und ein deutsches Wesen kann auch ein Paraguayer, kann auch ein Spanier, kann auch ein Kanadier, kann auch ein Afrikaner haben. Es geht um den Geist, das Bewusstsein, dem man diesem Deutschen nachsagt. Und das ist für mich eine ganz entscheidende Botschaft. Und das vereint auch die Menschheit wieder zu sagen, wir Deutschen. Ja, es nennt sich auch das deutsche Wesen, weil es in der Vergangenheit auch teilweise so gelebt wurde und so gedichtet und so sinniert wurde. Aber dieses Wesen kann von jedem Wesen auf der Erde gelebt werden. Nicht nur in diesem Land. Und das macht es wieder zu einer frohen Botschaft, weil man kann es verbreiten dadurch. Und man kann es überall leben. Weißt du, welches Bild ich gerade habe? Ich habe im Garten so einen wunderschönen Baum mit weißen Blüten. Ich habe gerade den Namen vergessen, die gerade jetzt blühen. Oh Gott, warum weiß ich jetzt? Nein, nicht Rhododendron, nein. Wunderschöne weiße Blüten. Die haben offensichtlich überall aus, der Wind hat sie überall hingeblasen. Ich habe jetzt draußen vor dem Zaun habe ich sie und auf der anderen Seite des Gartens, überall ist jetzt so ein Baum gewachsen. Es ist kein Jasmin, aber etwas Ähnliches. So weiße Blüten, wunderschön. Und der Kleine, der draußen vor dem Gartenzaun, ja, der draußen auf der Straße quasi wächst, der hat auch schon weiße Blüten. Und das kommt mir so gerade, dass der Samen, ja, der wird vielleicht vom Wind irgendwo hingetragen, ne? Aber auch dort wird er blühen. Und es ist Genau. schön, wenn das Schöne und rein, wenn das Schöne in die Welt hinausgetragen wird und sich vervielfältigt, das ist wunderschön. Also und von daher, ja, bin ich ganz bei dir. Der deutsche Geist sollte nicht auf die Grenzen von Deutschland beschränkt sein. Wobei wir Genau. ja da Deutsch, das ist ja teutonisch, da können wir viel herum. Das hat nicht nur mit dem Land Deutschland zu tun, ne? Nein, Also das ich meine, hat wir wissen ja beide, dass es an einer einzigen Stimme gescheitert ist, dass aus einem so kleinen Land, deren Sprache zur Weltsprache wird oder wurde, es wurde ja Englisch dann, ich glaube, an einer Stimme hing es letztlich. Ob die gekauft worden ist oder nicht, wissen wir auch nicht. Und wir wissen, dass auch in Brüssel Verhandlungen geführt werden und Schriften und Agendas in Französisch, Englisch, in alle Sprachen teilweise verfasst werden, nur nicht ins Deutsche für den Deutschen. Da steckt eine gewisse Agenda hinten dran. Und in meinem letzten Buch habe ich das ja offenbart. Warum presst die christlich-jüdische Vorstellung die Menschheit in 6000 Jahre? Warum presst deshalb die Archäologie,
die meisten Geschehnisse in die letzten 6000 Jahre und will nicht, sich nicht eingestehen, dass es viel älter ist, dass die Sphinx viel älter ist und die Cheops-Pyramide als 4000 vor Christus. Aber die christlich-jüdische Vorstellung verlangt es nun mal, dass wir in dieses Weltbild das hineinpressen. Drücken wir es so aus, diesen Dogmatismus. Und wir wissen, dass alles viel älter ist. Und weil dieser Kampf Philister gegen Hebräer seit 6000 Jahren nun mal läuft, das ist halt so, der in der Bibel beschrieben wird. Ja. Und da spielt das deutsche Wesen auch seit 6000 Jahren auch eine wesentliche, entscheidende Rolle. Es ist nun mal so. Ja. Magst du denn auf deine früheren Bücher jetzt einen kurzen Überblick geben? Hingeführt. Na gut, das erste Geschichtsbuch hieß ja, wenn das unsere Ahnen wüssten, da geht es eigentlich hauptsächlich um Atlantis und wo lag Atlantis, die letzte Bastion von Atlantis, Thema Helgoland, Basilea und so weiter. Primär, aber auch die Geschichtsfälschung der alten Kelten, dass die Eisenzeit gar nicht 1200 vor Christus am Mittelmeer begann, sondern dass man weiß, dass es die deutschen Völker und Stämme ans Mittelmeer gebracht haben, weil man hat Eisenschmelzöfen bis 4.000, 5.000 Jahre vor Christus an der Nord- und Ostsee gefunden. Dass da die Geschichte nicht stimmt. Wir wissen, im Buch 2 geht es darum, auch wieder in Verbindung, wenn das Jesus und unsere Ahnen wüssten, dass ich die indischen Geheimschriften auch wieder mit der Bibel abgeglichen habe und dort alle Geschichten erzählt wurden. Und was schreiben die Inder über Jesus Christus, den sie ihn den Yoga-Weisen aus Nazareth nannten? Und die Inder sagen, dass Jesus die gleiche Inkarnation wie Buddha und Krishna ist. Ist die gleiche Seele, nur andere Inkarnationen. Und ich woanders gelesen habe, dass es wohl noch mehr gibt. Und auch er selbst, Jesus, sagt im Book of John, wie ich es im neuen Buch schreibe, dass er auch schon sehr oft auf der Erde gewandelt ist und dass es nicht das erste Mal ist. Und das betont er ganz intensiv. Und er spricht auch stark über die Wiedergeburt. Ja, nicht nur im Gespräch mit Nikodemus. Und das ist auch sehr spannend. Und es gibt auch Leute, die behaupten, dass unter anderem auch eventuell ein Seelenanteil von Jesus in Hermes Trismegistus stecken könnte oder in Tod. Und vor allen Dingen auch in Echnaton, der ja den ersten Monotheismus einführen wollte in Ägypten. Und da habe ich in meinem neuen Buch jetzt ein großes Kapitel, das heißt, rettete Echnaton unser Christusbewusstsein? Weil Melchisedek, der ja berühmt ist, der an der Bibel oft erwähnt wird, der soll ja gesagt haben, dass alle paar tausend Jahre das Christusbewusstsein droht zu kippen durch die dunkle Seite. Sie arbeiten ständig genau daran. Und wenn das Christusbewusstsein nicht mehr da ist, im Äther, im morphogenetischen Feld, können wir nicht mehr anzapfen. Und das ist einer der Hauptziele, die Quelle zerstören. Und einer des oder der Hauptauftrag von Echnaton soll gewesen sein, mit Nofretete dieses Christusbewusstsein über die Installierung des Monotheismus, des einen Gottes und nicht eines Gottes, der in einem Tempel wohnt, sondern der in uns wohnt. Die gleichen Botschaften wie Jesus Christus, eins zu eins. Deswegen wurde er ja nach wenigen Jahren Regentschaft vernichtet. Dass er daran gearbeitet hat, das Christusbewusstsein für uns aufrecht zu erhalten. Er war der Letzte vor Jesus oder einer der wenigen, die es für uns gerettet haben, dieses morphogenetische Feld. Und Jesus soll der Nächste in der Linie gewesen sein. Es wird sogar darüber geschrieben, das erkläre ich ausführlich im Buch von Melchisedek, dass es so gewesen sein soll, dass unter Echnaton, und das war einer seiner Aufträge, er wusste genau wie Jesus, dass er hingerichtet wird. Aber sein Auftrag war klar und deutlich. Und er hatte 300 Menschen ausgebildet, in der Unsterblichkeit. Und jetzt wird es interessant, weil selbst dort ist es so definiert, wie in dem Kinofilm, kann ich jedem empfehlen, mit Mark Wahlberg, Infinite. Dort geht es darum, dass unsterbliche Menschen auf der Erde leben, aber nicht in dem Körper unsterblich, sondern die wahre Unsterblichkeit ist, dass wir uns von Inkarnation zu Inkarnation an unser volles schöpferisches Potenzial aus allen Vorleben erinnern und daran anknüpfen. Und das nennen sie die wahre Unsterblichkeit. Also ganz anders definiert. Und dass einer dieser 300 Unsterblichen Maria gewesen sein soll, die Jesus zur Welt gebracht hat, ist wahnsinnig spannend, diese Geschichten zu lesen. Und ich sage nicht, dass es so war, aber ich sage, wir wollten mal darüber nachdenken, was alles machbar ist, was alles möglich ist, möglich war
und einfach einen offenen Geist zulassen, diese Dinge zu diskutieren. Ja, also es ist mehr zwischen Himmel und Erde, als wir ahnen. Und du gehst ja in deinem Buch auch, du widmest ein Kapitel auch der Anabiose, was ich sehr spannend finde, weil darauf wurde ich mal aufmerksam gemacht und habe mich da angefangen, mal ein bisschen zu beschäftigen. Das ist ja dann nicht ein so ein Reinkarnationsgedanke oder also auch nicht die Unsterblichkeit der Seele, sondern da geht es ja quasi darum, dass der Körper in dem Sinne normalerweise gar nicht, also oder ist jetzt eine Theorie natürlich erstmal, gar nicht sterben würde, sondern dass der sich quasi, dass er die Fähigkeit hat, sich zu erneuern. Also da würde natürlich auch das mit Jesus, mit der Wiederauferstehung da im anderen Licht Genau. erscheinen, dass Körper, deswegen hat man die früher auch nicht gleich begraben, sondern erstmal gelassen, damit die Seele, weil sonst wird das ja verhindert. Also wenn die Menschen unter die Erde kommen, dann wird das verhindert, dass diese Anabiose stattfinden kann. Jetzt Genau. weiß ich nicht, willst du darauf kurz eingehen, Gerne, kannst sehr du? gerne. Habe ich sehr viel drüber gelesen und auch geschrieben. Ich fand es deswegen vor allen Dingen wahnsinnig spannend, das Thema. Du hast es gerade schon erwähnt, Thema Jesus-Kreuzigung. Warum ist er freitags gekreuzigt worden? Wir wissen aus faktischen Überlieferungen der alten Römer, dass bei einer Kreuzigung wirklich fast schon 24 bis 48 Stunden oder mehr gebraucht wird, bis derjenige wirklich gestorben ist. Man hat ihn Karfreitag gekreuzigt und Samstag legen die Juden ihre Arbeit nieder und er wurde abgehängt frühzeitig. Also die Wahrscheinlichkeit, überlebt zu haben, ist hoch. Dann habe ich nachgelesen, das ist der nächste Aspekt, was jetzt die Kreuzigung von Jesus Christus betrifft, dass ihm ja Essig gereicht wurde in einem Schwamm. Das wissen wir mit dieser heiligen Lanze. Wir wissen aber auch, und das ist interessant, aus altem Brauchtum auch der Kelten, die Römer kannten, dass es eine Pflanze gab, die Alraune. Und sie täuscht einen Tod vor. Sie betäubt massiv. Verlangsamt den Herzschlag, Puls und so weiter. Und wir wissen, dass Alraune zu dieser Zeit immer in Essig gelöst worden ist. Zufall kann sein. Des Weiteren kommen wir dann zu 3 Tage, in denen er wieder auferstanden ist von den Toten. So, wenn wir uns die Überlieferungen der Anabiose-Techniken angucken, die es gab in den Jahrhunderten, in denen sie angewendet worden sein soll, dann hat man dazu immer zentnerweise Aloe und Myrrhe gebraucht und eine ganz bestimmte Temperatur. Und man hatte das Ganze in einer Art Kuppelbau gemacht, einer Krypta, ja, wie man sie früher noch gebaut hat. Nicht beerdigt, die wurden in der Krypta beerdigt, die Menschen. So, das war die Voraussetzung für eine Anabiose. Jetzt lesen wir, und da ist mir wirklich der Löffel aus dem Mund gefallen. Im Evangelium des vollkommenen Lebens über Jesus Christus steht ganz klar das, was in der Bibel nicht drin steht, nämlich eine Ergänzung. Dass als Maria gebeten hat, an das Grab von Jesus zu gehen und ihn zu pflegen 3 Tage, Maria bei einem der Jünger den Auftrag gegeben hat, zentnerweise Aloe und Myrrhe dafür zu besorgen. Und da klingelten ja alle Lichter bei mir. Zufall? Genau das, was zur Anabiose verwendet wird. Aber was ist Anabiose? Anabiose ist nicht allein einfach nur zu sagen, ich bin jetzt 70, reinige meinen Körper seelisch und geistig, bereite mich vor. Er war ja 40 Tage vorher in der Wüste, hat sich vorbereitet, Jesus Christus. Und dann stehe ich nach 3 Tagen wieder auf und lebe noch mal 100 Jahre. Das wäre jetzt zu profan und zu körperlich gedacht. Denn tatsächlich finden wir heute, dass eine Art Anabiose immer noch im metaphorischen Sinne in all unseren Gesellschaften. Die Taufe. Du stirbst mit Jesus Christus und stehst wieder auf, wird gesagt, bei der Taufe. Es geht um eine Initiation, einer höheren Bewusstseinsstufe. Früher wurde ja erwachsen getauft, nicht als Kind. Oder wenn ein Priester seine Weihe bekommt, die Exerzitien, er bereitet sich tagelang vor, meditiert, sein Körper wird vorbereitet. Ja, wir finden das bei den Logen, bei den Freimaurern gibt es ja auch so Initiationsriten, die sehr befremdlich wirken. Im Grunde ist es eine Bewusstseinstransformation, die stattfinden soll. Aus einem jungen Mann oder einer jungen Frau ein sich seiner Schöpfung vollbewusstes Wesen zu werden, das Eigenverantwortung für sich selbst übernimmt und seinen Platz in der Gesellschaft findet. Und das fehlt unserer Gesellschaft heute.
Eigenverantwortung und dem Platz in der Gesellschaft. Initiation ist nicht mehr gefragt. Ja? Früher bei unseren alten Vorfahren wurden die Jungs, was weiß ich, in den Wald geschickt zum Jagen für 3 Tage alleine und waren auf sich alleine gestellt und so weiter. Wir kennen all diese Geschichten. Es geht also auch um einen Bewusstseinsaufstieg. Oder es ist eine Art, nennen wir es, Vortäuschung im jetzigen Körper einer Nahtoderfahrung. Ich meine, ich hatte mit 6 eine Nahtoderfahrung. Und wir wissen, dass alle Menschen, die Nahtoderfahrungen machen oder gemacht haben, alle, fast alle ausschließlich darüber berichten, dass sie danach spirituell aufgestiegen sind, dass sie fühliger, dass sie sichtiger geworden sind und mehr spüren und fühlen und empfinden und mehr Intuition besitzen. Das ist ein Bewusstseinsaufstieg, der dort geschieht. Und das war auch einer der Gründe für die Anabiose. Der Bewusstseinsaufstieg des Geistes. Nicht nur alleine den Körper zu verlängern, das war ein Aspekt. Und das macht es zu einem sehr interessanten Thema, die Anabiose. Wer will, es gibt bei meinem YT-Kanal darüber ein eigenes Video, nur über Anabiose, 1 Stunde lang. Da wird es genau erklärt, auch aus wissenschaftlicher Sicht, was heutige Wissenschaftler dazu sagen. Das ist sehr spannend. Ja? Und sie bestätigen das tatsächlich in vielerlei Hinsicht. Wir kennen das auch von den Katarern, ne? Die haben ja auch Reinigung durchlaufen. Die reinen Christen, ja. Bitte? Die reinen Christen heißt es ja übersetzt, genau. Genau. Bevor sie in den Tod gingen, verbrannt wurden, haben sie den Geist vorbereitet für diesen Übergang, ja. Mhm. Wir wissen ja aus tausenden von Fällen, dass wir auch Fälle in den, wie heißen diese Krematorien, wo in Krematorien Leute, die schon eine Woche drin liegen, verbrannt werden sollen und die schreien auf einmal im Feuer. Oder sie bäumen sich kurz auf, obwohl sie 7 Tage schon angeblich tot sind. Dass auch bevor der Verbrennung im Krematorium Leute senkrecht auf der Matte stehen und wach werden wieder. Es gibt unzählige Beispiele von Wiedergängern in jeder Kultur. In jeder Kultur. Warum hat man denn dann bei den Indianerstämmen teilweise in Amerika, wenn man den begraben hat, Pfeile und Kreidemal und überall Pfeile hingemalt und Wege, damit sie nicht zurückfinden ins Dorf als Wiedergänger und sich verirren. Man beschwert Gräber mit riesigen steinernen, schweren Grabplatten. Warum macht man das? Warum? Man hat in der Vergangenheit teilweise Gräber sogar mit Glocken ausgestattet, wo im Sarg ein Seil war, an dem man ziehen konnte, wenn man wiederkommt. Wir finden tausende von Särgen auf der Welt, beim Exhumieren, bei denen Kratzspuren von Fingernägeln ohne Ende im Sarg innen drin sind. Da schaudert es mir, Leute. Das ist schon schräg. Ja, allerdings, allerdings. Man spricht also, aber nicht gern drüber. Genau, Peter, das ist natürlich auch ein wesentlicher Teil, denke ich, von der Idee des Gefängnisplaneten. Da gehört ja der Tod dazu. Jetzt könnte man natürlich, also wir haben eine knappe halbe Stunde noch. Wir wollen ja auch über Lösung sprechen. Bevor wir das tun, möchte ich nur noch darauf hinweisen, dass ich denke, dass der Tod ein wesentlicher Aspekt, wir haben ja jetzt über den Tod dieses Gefängnisplaneten ist, und da ist vor allem die Einstellung zum Tod. Also ich sage immer, Freud hat den Thanatos uns vorgegaukelt. Für mich ist das nicht Teil des Menschseins. Also es gibt die Libido und die Lebenslust, die Lust am Positiven, am Leben. Also es ist der Mensch strebt nach Leben, das will ich damit meinen, sagen. Er strebt nicht nach dem Tod. Und das hat Freud uns vorgegaukelt. Also das ist für mich eine ganz, ganz große Lüge, was uns im Gefängnis hält. Diese Angst vor dem Tod. Tod, das wird, ja, Tod, wo ist dein Stachel? Ne? Also wir nehmen den Tod als etwas Schreckliches und das hält uns unser ganzes Leben lang gefangen. Darüber könnten wir aber natürlich jetzt eine eigene Sendung machen. Aber bitte, sag dazu was, bevor wir dann über die Lösungen sprechen. Naja, das ist der Typ 1 der Überzeugungstypen, die ich schon genannt habe, von Angst gesteuert. Die Welt ist über Angst gesteuert. Ich meine, wir vergessen in der Angst vor dem Tod nachher zu leben am Ende. Die Frage sollte nicht sein, wann sterbe ich oder wie schlimm ist der Tod, sondern wie schön ist mein Leben und war mein Leben. Das ist viel entscheidender, weil danach richtet sich ja auch, in welcher Form wir im nächsten Leben wieder hierher kommen und wie wir hierher kommen und wer oder was wir sind. Weil meine feste Überzeugung ist,
Wir können als geistiges Wesen außerhalb unseres Körpers nicht aufsteigen im Bewusstsein. Dafür sind wir hier in dem Körper. Das ist der Punkt. Und wenn wir sagen, wir leben alle zu sehr in der 3D-Welt, ja, aber sie ist auch wichtig. Es gehört dazu. Es ist ein Teil des Ganzen. Und wenn Menschen sagen, wir müssen uns von unserem Ego abspalten, das ist für mich Blümchen-Esoterik. Das ist Fehlleiten der Menschen. Totales Fehlleiten. Denn unser Ego, Ego übersetzt, heißt nichts anderes wie Selbstwahrnehmung. Für mich ist es nicht das Ziel, das Ego abzulegen, sondern mein Ego in Einklang mit Seele und Geist zu bringen. Ja. Und das ist der entscheidende Punkt, Körper, Geist und Seele. Wir haben dieses Ego und es hat einen Grund und es hat auch einen guten Grund und keinen schlechten. So, und das ist der entscheidende Punkt. Ich meine, ich hatte eine Nahtoderfahrung, als ich 6 war. Und dann muss ich sagen, hatte ich eine weitere. Ich möchte nicht sagen Nahtoderfahrung, aber ich hatte ein Video darüber gemacht. Ich hatte vor einem halben Jahr rund eine Ayahuasca-Session gemacht. Und diese Ayahuasca-Session war für mich besonders interessant, weil es ist etwas passiert mit mir. Ich hatte mich geweigert, den Botschaften meines Körpers, meiner Seele und meines Geistes anzunehmen und konnte nicht loslassen, weil wir zu sehr verkopft sind. Ich habe 2,5 Stunden durchgekübelt, aber am Ende war am Eimer nur so viel drin, es war geistiger Müll, der rauskam, Besetzungen, Implantate, egal. Danach habe ich 5 Stunden geweint. Und zwar, während ich mich übergeben habe und während ich geweint habe, war ich der glücklichste Mensch auf Erden. Für mich, in meinem Leben. Ich habe, während ich in den Eimer gekügelt habe, in den Eimer gelacht. Mach das mal gleichzeitig. Und geweint habe ich vor Glück, weil mir ist etwas passiert. Ich hatte endlich einmalig in meinem Leben, es war für mich wie eine Transformation, eine Wiedergeburt, so könnte man es bezeichnen, als Wiedergeburt, seelische Wiedergeburt. Aller Schmerz, jedes Leid, jede Zurückweisung, alles, was mir angetan wurde, aus meiner Sicht mir angetan wurde, in meinem Leben, war in einem Moment verschwunden. Es gab es nicht mehr. Und dadurch konnte ich wirklich bedingungslose Liebe durch mich strömen spüren. Und das war so ein unfassbares Gefühl, dass du sagst, ich will die ganze Welt umarmen. Jeden Menschen, jedes Tier, jede Pflanze, jeden Baum. Es ist alles so schön. Es ist unfassbar gewesen. Das hat auch noch ein paar Tage angehalten, dieses Gefühl. Du willst jeden Mensch, auch wenn er dir was angetan hat, um Verzeihung bitten, obwohl er es war. Egal. Vergebung und Verzeihung ist ja das Thema. Und du willst jeden umarmen. Und das war einfach so ein unfassbares Gefühl. Und da knüpfe ich heute noch, da zehre ich heute noch von, wenn es um Konfliktsituationen geht. Wo ich dann versuche, für mich eine Lösung zu finden, wo ich sage, okay, knüpf da jetzt dran an, weil da weißt du, wie es geht. Und das ist genau das. Und dann weißt du, du brauchst keine Angst vor dem Tod haben. Null. Nada. Niente. Durch dieses eine Ereignis von mir, was ich da erlebt habe, und diese 6-Jährige im Alter von 6 Nahtoderfahrungen, muss ich heute sagen, gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Und ich meine, ich spreche in dem Fall aus meiner persönlichen Erfahrung und Himmelswille, aber ich meine, ich stand halt auch nun mal, als ich 16 war, liebe Katharina, das weiß so kein Mensch, stand ich von ungefähr, ich kann dir die Zahl nicht sagen, ob es 40, 50, 60 waren, verbrannten Leichen um mich herum. Ich war der Einzige, mitunter einer der wenigen Überlebenden bei einem Flugunglück. Das kam auch noch dazu. Und das sind Traumas, die entstehen, aber es sind auch wieder Prozesse, Transformationsprozesse, die in einem laufen. Sonst wäre ich ja heute nicht der, wer ich wäre. Und da bin ich dankbar drum. Dankbar. Klingt schräg, so eine Erfahrung zu machen und dann auch dankbar sein zu wollen, auch für irgendeine Zurückweisung, aber sie haben mich genau dahin gebracht, wo wir alle heute sind. So wie dich deine Erfahrung, Katharina, auch die schlimmste Erfahrung deines Lebens, dich dahin geführt hat, wo du heute bist, worüber du dankbar bist. Und ja, wir brauchen keine Angst vor dem Tod haben. Jetzt muss ich aber doch mal nachfragen, Hans-Peter, weil ich diese Geschichte kenne ich nicht. Also wie, du hast mit 16, Entschuldigung, da musst du jetzt schon drauf eingehen, weil so kann man das nicht stehen lassen. Was hast du da erlebt? Vielleicht kennt ja der eine oder andere noch die Geschichte 1987, ich glaube 87 war es, oder 86, 88, ich war glaube ich 16, Rammstein, Flugunfall, wo diese Flugzeuge mitten in die Menge der Menschen reingekracht sind und die explodiert sind. Und ich stand dort und war mittendrin. Ja, war einfach so, ist passiert, ist okay. Ja, war okay.
Und wie gesagt, mit 6 Jahren bin ich ertrunken und wurde dann reanimiert. Ich wurde wiederbelebt. Das war mit 6. Ja. Okay. Rammstein, also das hört sich für mich ja auch wie eine, boah, ziemlich brutale Initiation an. Also ich habe ja mal, ich bin mit 15 in Paris ausgesetzt worden in der Großstadt. Und das war für mich, wo andere Jugendliche in den Dschungel ausgesetzt werden. Also ich bin x-mal angefallen worden und habe dort überlebt. Aber das ist meine Initiation, von Genau, 15 alleine in der zum Großstadt. Beispiel. Und du erzählst jetzt von einem Erlebnis mit 16, was ja eher ein Schockerlebnis ist, aber das könnte man auch als eine Initiation bezeichnen, ne? Ja, es kommt nur darauf an, was du daraus machst persönlich. Du kannst ja eine Erfahrung als negativ betrachten und damit sind wir wieder genau da, dass du deine Überzeugungen aufgrund deiner Erfahrungen machst und sie negativ bewertest. Du kannst aber auch in dem Moment hingehen und sagen, okay, was hat es Gutes an sich? Auch wenn diese Erkenntnis vielleicht erst Jahre später kommt. Genau, ja. Das ist der springende Punkt, dass wir es in dem Moment selten wissen. Das ist ja diese berühmte Geschichte, wo der immer sagt, wer weiß, wofür es gut ist, ne? Also der Sohn hat einen Unfall und kann nicht auf dem Acker arbeiten und alle sagen, oh, wie schrecklich. Und er sagt, na, wer weiß. Dann bricht ein Krieg aus und der Sohn wird nicht eingezogen und alle anderen sterben. Und dann sagen alle, oh, wie wunderbar. Und er sagt wieder, ja, wer weiß. Also du kennst diese Geschichte. Man kann Ja, es ja. einfach immer nach einer Weile, aber wir können darauf vertrauen, dass das Leben uns führt und dass es alles seine Sinnhaftigkeit hat. Ja, Und auch weißt jetzt in du, Bezug vielleicht ist es ja auch tröstend zu wissen, dass wir alle oder viele von uns vielleicht, der eine mehr, der andere weniger, schon vielleicht hunderte und tausende Male hier gewandelt ist. Es ist einer unserer vielen Inkarnationen. Es ist ein Teil unseres Weges. Genau, und jetzt sind wir in der Apokalypse angelangt, äußerlich wie innerlich. Und ja, lass uns jetzt noch über die Lösungen. Wir haben noch Okay. etwa eine Stunde. Was möchtest du? Ich meine, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, über die Lösungen, aber was fällt dir noch ein? Worin siehst du die Lösung? Die Lösung sehe ich in erster Linie immer, 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 immer. Niemals wagen, einer Agenda zu folgen oder einem Plan. Das ist genauso wie diese Agenda aktuell, wie wir sehen, Thema, naja, wenn der Westen so schlecht ist und sämtliche völkerrechtswidrige Kriege geführt hat. Und dann muss der Russe ja der Gute sein, weil der ist ja viel gemäßigter und alle lieben Putin auf einmal. Das heißt, das ist für mich nicht die Lösung. Weil für mich ist diese Frage, die hinten dran steht, noch entscheidender. Haben vielleicht nicht beide den gleichen Befehlshaber? Good Cop, Bad Cop? Und damit Auffanglager für die Menschen zu bieten, damit sie nicht in ihre eigene Schöpferkraft kommen, ihr Bewusstsein nicht einsetzen. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht alle, dass wir jetzt hingehen und lernen dürfen in der Transformation des neuen Wertewandels, alles, was geschieht, erstmal in uns zu betrachten und in uns zu hinterfragen, was es mit mir selbst macht und wie ich es transformieren kann. Ich sage einen ganz bösen Spruch jetzt, der könnte polarisieren, aber er ist nicht so gemeint, aber er zeigt, wo die Richtung hingeht. Wahre Transformation erfährst du niemals in der Meditation oder auf der Yogamatte, sondern nur in Konfliktsituationen. Dann, wenn du wieder mal getriggert wirst, in deine alten Überzeugungen, in die alten Glaubensmuster fällst, aber dann merkst, stopp, jetzt falle ich gerade wieder rein in die alten Muster. Jetzt habe ich die Chance, es zu erkennen, mir gewahr werden und zu transformieren und es mal anders zu machen. Das ist wahre Transformation für mich. Ich sage nicht, dass Meditation und Yogamatte schlecht sind, um in seine Mitte zu kommen. All diese Dinge sind okay. Wenn ich aber nach dem Also ich. Yogaunterricht, nach 10 Jahren, aus dem Yogaunterricht rausgehe und mache genauso weiter wie zuvor, bringt mir es auch nichts. Die Also ich Transformation bin. findet immer in Konfliktsituationen statt, dann, wenn es knallt. Also ich bin da ganz bei dir, weil ich be bekannterweise überhaupt nicht meditiere oder irgendwas. Ich tue abwaschen, ich tue bügeln, ich tue im Garten arbeiten, ich gehe Das ist spazieren und Meditieren. das ist Meditation, genau. Und ansonsten bin ich ganz bei dir. Es ist die Auseinandersetzung mit der Welt, die zeigt, wie weit wir schon ja, hier Transformation erleben, gelebte Transformation. Da bin ich Genau, ganz bei dir. das macht uns genau zu den Menschen, die wir selbst wünschen für die Zukunft. Wir leben es dadurch vor. Ja, Das da heißt, sind wir wieder bei der Umkehr der Feedbackschleife, ne? Das ist wieder genau, das. kehr vor deiner eigenen Haustür erstmal. Wie willst du andere vom Ertrinken retten, wenn du selbst gar nicht schwimmen kannst? Und dann würde ich vielleicht noch als Lösungsansatz Folgendes hinzufügen. Ich fasse es mal in folgende Worte.
jeder Wunsch, nein, jeder gute Wunsch, der gute, jeder gute Wunsch, der Mensch hegt, ist Gottes Wunsch. Und es besteht ein unbegrenzter Vorrat an universeller Gottes- und Geistessubstanz um uns herum, damit jedem Wunsch, jedem guten Wunsch, jedes Menschen Genüge getan werden kann. Es gibt keinen Mangel. Und wir brauchen nichts weiter zu tun, als es anwenden lernen, wieder anwenden lernen, das, was das Schöpferprinzip und Gott für uns geschaffen hat. Und es ist auch dein Wille, es ist sein Wille, es ist der Wille der Schöpferkräfte, dass wir das tun, damit wir frei werden von jeder Begrenzung und alle Menschen im Überfluss frei sein können. Wenn wir das verstehen, ja, glaube ich, sind wir einen ganz großen Schritt weiter für mich. Ja, da sind wir bei der Frage, mit was wir uns verbinden. Ich habe darüber meinen letzten Blick gemacht, nicht nur womit wir uns verbinden, sondern sogar womit wir uns verschränken, wenn wir von der Quantenverschränkung reden. Das ist sogar, genau, das ist noch intensiver, ne? Also nicht, genau, also Verbindung ist etwas Loses und Verschränkung ist schon wirklich, da ist man gemeinsam in einem, wie auch immer, aber auf jeden Fall dieses, womit verbinde ich mich? Verbinde ich mich mit dem Feld des Grauens, mit dem Feld der Todesangst und des Mangels oder verbinde ich mich mit dem Feld der unendlichen Möglichkeiten, der Potenziale. Genau, ne? Dann geschieht ja in dir eine automatische Transformation. Du kannst sie gar nicht verändern. Es gibt zum Beispiel, also die Smaragdtafeln vom Tod sind ja einer meiner Lieblingsthemen immer, ständig. Und dort gibt es eine Passage, in der Tod über die Lebensprinzipien spricht. Über die Prinzipien, wie wir uns verhalten sollen auf Erden, um wahre Erleuchtung zu finden. Ich habe mir die 100-mal durchgelesen und jedes Mal kann ich immer nur sagen, das sollen meine Gebote sein. Ich sage auch nicht, auch wenn ich sie 500-mal gelesen habe, dass ich sie immer schaffe anzuwenden. Aber alleine schon das Bewusstsein in dem Moment, wo etwas passiert, Achtung, jetzt hast du wieder die alte Trickkiste genommen. Ach, ändere es. Das Bewusstsein, das Gewahrwerden oder das Gewahrwerden von diesen Konfliktsituationen oder in den Konfliktsituationen erlaubt, es ändern zu können. Nur das. Und je öfter wir es üben und je mehr wir es praktizieren, desto weiter kommen wir auf unserem Weg. Es ist ein Prozess. Es kann keiner von heute auf morgen. Es fängt zum Beispiel an, dass Tod sagt, erzeuge keine Angst in den Menschen. Denn Angst ist die Fessel der Dunkelheit, die die Menschheit an die Dunkelheit bindet. Ein ganz einfacher Satz. Wenn du dir diesen auf den Zettel schreibst oder die anderen neuen Sätze auch noch und dir jeden Abend einfach mal durchliest und dann überlegst du mal, wenn du den Tag Revue passieren lässt, okay, habe ich all das heute beachtet? Wo habe ich denn dagegen verstoßen? Ach Mist, heute Mittag saßen wir am Kaffee und da haben wir wieder über das perfide System gesprochen, von dem System und wie schlimm alles ist und der und alle haben sich reingesteigert. Was haben wir gemacht? Wir haben Angst erzeugt. Und dann merkst du, ich habe ja Angst erzeugt heute und habe das unterstützt. Das nächste Mal achte ich mehr drauf, dass wir die Gesprächsführung, vielleicht die wir in unserem Freundeskreis haben, wir positiver gestalten. Und dann bist du sogar vielleicht der Erste. Und das ist interessant. Du sitzt, stell dir vor, Katharina, mit deinen Freunden im Café. Jetzt trinkt ihr alle einen leckeren Latte Macchiato. Und die fangen jetzt an, wie schlimm gerade alles ist. Und das, das gehört. Und dann den Telegram-Kanal. Und du fühlst dich unwohl. Weil du kapiert hast, dass wir jetzt nicht gerade in eine positive Gesprächsführung gehen und keine gute Resonanz und damit nicht in die Liebe und in den Frieden gehen. Okay, wie können wir das ändern? So, und dann stehst du einfach auf, nimmst dein Latte Macchiato und sagst, Freunde, ich habe euch alle lieb, aber ich habe heute ein Recht auf einen wunderschönen Tag. Ihr könnt gern weiter über das Thema sprechen. Ich setze mich nur ganz kurz so lange an den Nachbartisch und genieße mein Latte Macchiato. Wenn ihr fertig seid, komme ich gerne wieder zurück und dann erfreuen wir uns eines schönen Gespräches. Damit, ja, also damit hast du eins gemacht. Warum sollst du, weil du dich unwohl fühlst, drunter leiden? Weil du willst ja nicht, dass die anderen sich unwohl fühlen. Wie gehe ich mit der Situation um? Also ergreife ich die Initiative, bleibe in einer liebevollen Kommunikation. Jetzt haben die Jungs die Möglichkeit, um dich herum zu sagen,
Ey, weißt du was? Hast recht, bleib sitzen. Komm, wir wechseln das Thema und reden über was Cooles. Dann hat sie es automatisch reguliert, immer zum Positiven. Oder wenn du kurz am Nachbartisch sitzt, dann denken die mal kurz drüber nach und merken, stimmt eigentlich, und hören irgendwann bald auf. Also egal, was du tust, du hast es transformiert mit ihnen zusammen. Das Dass wir aber erlebe den ich Mut übrigens. haben, dass wir den Mut auch mal selbst haben, zu uns zu stehen, wenn wir selbst dieses Potenzial entwickelt haben, die Dinge wahr oder gewahr zu werden, sie auch einfach mal anwenden. Aber immer nicht so, ihr seid doof, ich gehe jetzt, sondern wirklich ganz lieb, ganz nett, ja, weil jeder Flirt auch nur sein muss, denn sie können ja nicht anders in dem Moment. Man muss es ja auch verstehen. Aber Ja, da spielen die anderen auch eine Möglichkeit zu transformieren. das ist wieder die Frage, womit verbinde ich mich? Und wenn sich viele mit dem Gleichen verbinden, dann entsteht ein Egregor, aber das soll heute nicht unser Thema sein, aber das ist Genau. auch sehr spannend, finde ich, weil das ist ja dann etwas, was sich verselbstständigt, ein Elemental oder ein Egregor. Also sprich, das ist eine eigene Wesenheit, die dadurch entsteht, dass alle sich mit demselben verbinden, mit demselben Angstkörper oder was auch immer. Genau. Ja, und das Thema übrigens, was du da gerade beschreibst, das habe ich permanent, weil ich immer, ich bekomme Besuch und dann geht es wieder um die Krankheiten und es geht wieder um den Genau. Jammerzirkel und es ist immer meine Aufgabe, dass ich dann, okay, danke, aber nein, danke, ich habe auf das keine Lust. Weil, und zwar aus dem einfachen Grund, Hans-Peter, weil ich es nicht mehr kann. Ich kann nicht. Ich bin schon mal eingeschlafen, als die gegen ihren Krankheit und die Nachbarin und was, und ich bin eingeschlafen. Also es ist einfach, es ist mir nicht mehr möglich. Also ich kann mich damit nicht mehr verbinden. Es ist, selbst wenn ich es wollen würde, ich könnte es nicht mehr. Wir haben jetzt noch 5 Minuten und einfach mal die Frage, was erwartet der Leser, wenn er dein neues Buch liest? Kann man das jetzt so in 5 Minuten beantworten oder einfach nur ein bisschen neugierig machen? Was erwartet ihn für Also, 500, fast 500 Seiten? ich habe es ja jetzt schon so ein bisschen durchblicken lassen, über welche Schiene ich funktioniere in diesem Buch, nämlich über die Schiene, so wie ich auch das Manifestieren mache, was ich sehr gut beherrsche mittlerweile, dass ich sage, okay, wir gehen über den Logos ins Bewusstsein, ins Gefühl. Erstmal Hebel erkennen, Mechanismen erkennen. Es geht also auch viel um Geschichtsfälschung natürlich auch weiterhin. Es geht um Zeitfälschung. Es geht auch um mögliche Great Resets oder mehrere Vernichtungen der Menschheit auf der Erde. Es geht darum, was Carl Gustav Jung über die Massenpsychose und deren Entwicklung, wie sie funktioniert und wie die Hebel sind, funktionieren. Es geht um Astrotheologie, um die Anunnakis, was Jesus über die Erschaffer der Menschen sagt, die afrikanischen Völker und so weiter und so fort, damit wir ins Erkennen kommen, ins Hinterfragen und damit unsere alten Glaubensmuster ablegen können und einen Raum für neue schaffen. Und dann kommen wir im weiteren Zuge des Buches immer tiefer über die Bewusstseinsschiene später dazu, was ist ein Christusbewusstsein? Wie könnte es gelebt werden? Wie könnten wir es definieren? Wo ist der Unterschied zwischen einem Ideal und einem Idol? Wo ist der Unterschied, das ist auch ein eigenes Kapitel, über Esoterik versus Spiritualität? Wie komme ich in meine eigene Apokalypse, die wahre Erkenntnis von dem, was in mir steckt und meinem Verborgenen? Und es geht um das Thema Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus. Da möchte ich vielleicht noch mal eine Minute darauf eingehen am Ende. Es gibt Bücher, die genauso heißen. Ich werfe sowas in die Tonne, weil es gibt, auch in den sumerischen Keilschriften ist es verankert, bei den alten Chaldäern im Babylonischen Reich, bei Paracelsus. Es gibt 7 verschiedene Signaturen, die auf uns wirken, nicht 2, nicht nur Mars und Venus. Man reduziert 2 Typisierungen von Menschen zum Dogma und alle anderen 5, die noch existieren, fühlen sich, oder Mischkombinationen, fühlen sich falsch, fühlen sich fehl am Platz auf diesem Planeten. Weil sie sagen, damit kann ich mich nicht identifizieren. Was bin nicht ich? Bin ich jetzt falsch? Funktioniere ich nicht richtig? Das System sagt mir, du bist nicht so gut, wie du bist. Wir alle sind voll von Psychologenpraxen. Du musst ein halbes Jahr auf einen Termin warten. Aber wir alle das Gefühl haben, dass wir nicht mehr wir selbst sind oder sein dürfen. Und darum geht's. Was steckt in mir? Was habe ich als Ens Astrale, nannte es Paracelsus? Was habe ich durch die Planetensignaturen an Kenntnissen in Form von Fähigkeiten mit auf die Erde gebracht? Und wie erkenne ich diese? In mir. Und das ist auch ein ganz spannendes Thema. Und das hilft den Leuten immer wieder auch so zu erkennen, wer sie eigentlich sind und was für ein Wesen in ihnen steckt und welche Stärken in ihnen stecken.
Weil all das, was die anderen fünf Typen verkörpern, lernen wir nicht in der Schule. Das ist das Problem. Und von da fühlen wir uns verloren. Und darum geht es auch in dem Kapitel. Das so jetzt mal kurzer, grober Abriss nochmal über das Ganze. Genau, super. Hans-Peter, jetzt will ich abschließend natürlich die Frage stellen, wenn wir den Ausweg gefunden haben aus dem Gefängnisplanet, wo finden wir uns wieder? Sind wir dann immer noch auf der Erde? Oder sind wir deiner Meinung nach woanders? Oder ist es eine andere Erde? Ist es die neue Erde, wie es auch in der Bibel immer wieder aufscheint? Wie interpretierst du das? Wir leben auf der Erde, die wir uns erschaffen durch unsere Überzeugungen. Unsere Überzeugung, wenn wir unsere Überzeugung nutzen, wenn wir arbeiten und transformieren als transzendentes Wesen und damit Materie erschaffen und damit Geschehnisse ins Leben rufen, ob Unglücke oder Glücke, spielt keine Rolle, dann wissen wir, dass wir in der Lage sind, uns die Welt zu erschaffen, die uns gefällt, wie bei Pippi Langstrumpf. Wie die wird, ne? Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Und das können wir. Und das will man uns vorenthalten. Und wir kommen jetzt in die Zeit, in der wir das können. Natürlich kann es durchaus sein, dass wir noch einige weitere Inkarnationen, 1, 2, 3, 100, 500, nochmal wiederkommen, aber dann vielleicht in einer wesentlich besseren Qualität in der Zukunft. Weil wir jetzt die Bahnen dafür, die Voraussetzungen dafür schaffen. Wir erschaffen unsere eigene Voraussetzung für unsere nächsten Inkarnationen, wie schön sie werden können. Und das hört sich doch eigentlich gut an. Wir sind der Schöpfer unserer selbst und unserer Zukunft. Wie viel Mal wir hierher kommen und ob wir noch mal hierher kommen, ich glaube, das ist meine Überzeugung, dass es an uns selbst liegt. Weil wir haben ja eine Seele, die sich Aufgaben stellt. Das Thema, ab wann bin ich erleuchtet oder nicht. Und wenn diese noch nicht transformiert sind, dann entscheiden wir uns immer wieder zu kommen und das zu transformieren. Und wenn wir es nicht schaffen, komme ich halt nochmal. Und das ist vielleicht auch genau das, was den Gefängnisplaneten der Erde ausmacht. Das ist der Grund, warum manche Kräfte verhindern, dass wir uns erinnern. Denk an Men in Black, Blitzdingser. Dass man uns in der Vergessenheit hält, damit wir so oft wie möglich inkarnieren, aber nicht als Leuchtwesen oder als Lichtwesen, sondern als Lemming, von dem sie die Negativenergie zehren können. Im Prinzip eine Art Zuchtstation für Negativenergie. Auch ein interessanter Aspekt. Aber es liegt an uns, das zu ändern, weil sie können das Spiel nur so lange treiben, wie wir es mitmachen. Das wissen sie. Genau, es liegt an unserem Bewusstsein, aus diesem Limbo rauszufinden. So, deswegen darf jeder bei sich anfangen, dann haben wir es geschafft. Genau. So, wir haben schon 2 Minuten überzogen. Hahaha. Es war mir wie immer eine Ehre und ich denke, es wird nicht die letzte sein. Wir haben schon vorab darüber gesprochen, dass wir uns weiter verabreden, vielleicht auch mit den Jungs in anderer Konstellation. Das wäre schön. Sehr begrüßen und vielleicht habe ich bis dahin schon die Chance, das Buch, die 500 Seiten zu lesen. Das war mir jetzt, das Buch jetzt so schnell nicht. Du bist ja auch weit weg entfernt und irgendwie werde ich das dann schon schaffen. Aber auf jeden Fall, ich habe mal einen Einblick bekommen. Das war sehr, sehr schön. Einleuchtend und erleuchtend und beleuchtend. Und in diesem Sinne, Hans-Peter, vielen, vielen Dank. Ihr Lieben da draußen, seid gesegnet. Alles Gute für die Zukunft. Und denkt dran, das, was jetzt gerade passiert, das wird für uns alle phänomenal werden. Es ist immer eine Frage der eigenen Überzeugung. Wunderbar. Also dann, tschüss. Ciao, alles Gute.